Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen und zurück auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, wer hätte es noch gedacht, vor Heiligabend doch nochmal ein Video rauszuhauen. Denn heute kam nochmal Post und das von Blyan Pictures. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, denn ja, so wird es geschrieben und so habe ich es bekommen. Genau. Ich möchte euch heute ein limitiertes Steelbook-Edition oder eine limitierte Steelbook-Edition vorstellen. Es handelt sich hierbei um die 4K oder die restaurierte 4K-Fassung von U571. Dieser Film ist ja schon eine ziemlich, ja, etwas ältere Nummer. Das letzte Mal, als ich diesen Film gesehen habe, war das tatsächlich auf DVD. Seitdem habe ich den Film nie wieder gesehen. Wir haben hier eine Altersfreigabe von 16 Jahren und dieses Steelbook gibt es exklusiv bei Blyan Pictures und ich habe bezahlt 34,99 €, unverbindliche Preisempfehlung. Genau, und das Ganze habe ich vor einigen Tagen, eigentlich schon was länger vorbestellt und kam tatsächlich heute mit DHL. Genau. Ja, was kann man zu dem Film sagen? Ich fand den Film damals schon sehr, sehr cool. Hier spielen mit Matthew McConaughey und Bill Paxton und tatsächlich John Bon Jovi. Ist für mich so ein bisschen das Gegenpendant zu dem Film Das Boot. Damals mit Herbert Grönemeyer, hier mit Bon Jovi, also zwei Musikstars. Und beide Filme waren richtig gut gewesen. Also geil. Ich finde den Film auch richtig geil. Habe ihn aber schon ewig nicht mehr gesehen. Und jetzt haben wir ein neues restauriertes Steelbook. Zu dem Bild und zu dem Ton kann ich leider nicht viel sagen, außer dass der Film eine FSK 16 Freigabe hat. Aber ich gehe mal davon aus, wenn der Film restauriert wurde, haben wir hier auch eine gute Restauration. Hoffen wir es mal. Genau, und da war Matthew McConaughey noch ziemlich jung gewesen. Und ja, Bill Paxton, leider mittlerweile verstorben, ein großartiger Schauspieler, für mich am bekanntesten aus dem Film Twister. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr Bill Paxton verbindet, natürlich auch mit Titanic, ganz klar, aber so richtig wahrgenommen natürlich erst in Aliens 2, die Rückkehr, und dann natürlich in Twister und halt hier in dem Film. Ja, der hat schon ein paar sehr coole Filme gemacht, vor allen Dingen halt Titanic, da ist er natürlich auch gut durchgestartet, ne? Genau. Ja, ich zeige euch einfach mal kurz das Steelbook. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ich habe es eben schon mal aufgemacht, geguckt, ob Dellen draus sind. Wir haben hier eine deutsche und englische bzw. französische Verfassung in einer DTS Master HD Master Audiospur in 5.1. Und der Film geht auf der Blu-ray 117 Minuten, genauso wie auf der 4K-Version 117 Minuten. Und wir haben natürlich noch jede Menge Extras dabei. Das ganze Teil ist hier in einem kleinen 1/4 Pappschuber untergebracht, der sehr massiv ist, aber so kennt man das ja von den Pappschubern. Wir haben einige Szenen hinten drauf, ein paar Logos und ein ERN-Scanner und. Das sind so Dinge, die man nicht braucht. Genau. Und natürlich, ja, Studio-Kanal, alles drauf, was auf eine Blu-ray drauf gehört. Kommen wir mal zu dem eigentlichen Blu-ray. Das Blu-ray fühlt sich in der Hand sehr, sehr hochwertig an, muss man sagen. Wirklich eine sehr schöne Struktur zum Anfassen. Es fühlt sich so ein bisschen metallisch gebürstet an. Und der Schriftzug U571 ist natürlich geprägt. Ich weiß nicht, ob ihr das über die Kamera so sehen könnt, aber ich versuche ein bisschen durch die Lichtbrechung die Prägung rauszukriegen. Ansonsten haben wir hier keine Prägung. Dennoch ist es ein sehr, sehr schönes Steelbook, was jetzt gerade auch ein komplettes Szenenbild hier uns darstellt mit dem mit der Fregatte, die wir oben links, oder dem Kriegsschiff, was wir hier oben links noch so angedeutet sehen können durch die Wasserbrechung, und natürlich das U571, was davon schwebt oder davon fährt von den Unterwasserbomben. Ein sehr, sehr spektakuläre Szene, auch in dem Film, wo ich den damals gesehen habe, musste ich damals den Atem anhalten. Ich fand das geil. Also ist ein schöner, cooler Kriegsfilm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Steelbook ist auch hier sehr, sehr schön, muss ich echt sagen. Wir haben hier die Kanten, alles wirklich absolut stimmig bei dem Steelbook. Auch das Spin, sehr schön, ne? Alles mit hier, auch die Oberfläche
geht alles fließend über. Da habe ich schon viel, viel Schlechteres gesehen. Kommen wir einfach mal zu dem Innenleben von U571, zu dem Steelbook. Wir haben auf der rechten Seite einmal das 4K, die 4K-Scheibe mit der Lauflänge von 117 Minuten. Ich weiß nicht, warum was hier nochmal draufgeschrieben hat. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Und natürlich einen etwas dezenteren FSK 16 Flyer. Und natürlich zwei Bombeneinschläge bzw. zwei Unterwasserbomben, die detoniert sind oder explodiert sind. Und Matthew McConaughey, der irgendwo oben hinguckt. Keine Ahnung wohin. Ja, Studio Kanal, schönes Artwork. Gefällt mir gut. So, dann haben wir natürlich auch noch die DVD. Auch hier wieder angegeben, diese 117 Minuten. Auch hier ist sie eigentlich identisch zu dem zu der anderen Disc. Aber wir haben hier oben ein kleines anderes Szenenbild. Ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr ganz an den Film oder an alle Szenen erinnern. Werde mir den auf jeden Fall in den nächsten Tagen reinziehen. Und bin mal gespannt, wie der Film in der restaurierten 4K-Fassung so rüberkommt. Ja, wir haben hier das Innenartwork, was sehr dunkel gehalten ist. Wir haben hier die bewaffnete Gang mit ihren Maschinenpistolen. Ich glaube, noch zu erinnern, die haben die Enigma versucht zu stehlen. Das ist diese Dechiffriermaschine der Nazis, um an den Code zu kommen, damit man endlich die verschlüsselten Nachrichten der Nazis verstehen kann. Genau. Und ich glaube, die haben es auch geschafft. So wie ich das ja auch in Erinnerung habe. Es ist der Film, als ich den das letzte Mal gesehen habe, der war auf DVD ganz einfach und nicht auf Blu-ray, sondern und da gar nicht erst auf 4K. Und daher freue ich mich umso mehr, mir diesen Film in den nächsten Tagen mal in der Weihnachtszeit reinzuziehen und zu schauen. Ja, alles in allem ist es ein sehr, sehr schönes Steelbook. Wirklich hochwertig, muss ich sagen. Und wenn der Inhalt genauso gut ist wie das außenrum, dann kann man hier sagen, auf jeden Fall von meiner Seite her ein Däumchen hoch hier. 34,99 € ist jetzt nicht unbedingt der Schnapper, aber um solche Steelbooks kosten halt meistens alle so in dem Dreh. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob heute nochmal ein Video kommt, denn ich habe eben nochmal ein Steelbook bekommen, sondern Expendables 4, obwohl ich mich schon gar nicht traue, diesen Film zu unboxen, weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Super schlecht anscheinend. Ich bin froh, dass das mit dem das Expendables-Thema soll ja jetzt auch vom Tisch sein. Und wenn das so sein sollte, wäre ich auch definitiv froh, wenn es dann endlich so ist, dass Schluss mit Expendables ist, weil, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist dem, das ist von Sylvester Stallone, den ersten tatsächlich fand ich geil, aber ich glaube, das war jetzt nicht so das tolle Ding von Stallone und Co. Aber ist mal cool, trotzdem die alten Action-Schauspieler wieder in voller Action zu sehen und wir werden es sehen. Ich werde ihn mir anschauen und dann kann ich ja mal in einem weiteren Video irgendwann mal berichten. In diesem Sinne, liebe Leute, macht es gut. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, euer Andi von Andis Kinoblog. Macht's gut, haut rein, bis dann, ciao, ciao.